Willkommen in der neuen Folge in DayZ, ein bisschen anders als sonst. Wir wollten in Tscherno PvP machen, haben leider keine Gegner gefunden, dann dachten wir, okay, machen wir PvP gegeneinander. Und zwar im ersten Teil haben wir sozusagen frei für alle gemacht, jeder gegen jeden. Waren 5 Leute, also jeder hat 4 Gegner im Prinzip. Und im zweiten Teil haben wir ein Team PvP gemacht mit einem gewissen Rucksack, den man an den Balotha-Äffel bringen musste. Die Regeln sind nochmal erklärt später. Das ist im zweiten Teil des Videos. Und ja, viel Spaß. Wenn es euch gefällt, gebt mir ein Abo, Like oder lasst einen Kommentar da. Ach ja, wenn ihr sowas gut findet und nochmal sowas sehen wollt, dass wir gegeneinander kämpfen, schreibt es in die Kommentare, sagt mir es, schreibt es in Steam, wo ihr wollt. Dankeschön. Ich renne einfach mal in die andere Richtung. Okay, jetzt, wie viele Leute sind wir jetzt? 5, ne? 5, ja. Ja, das ist schon wieder sau spannend, fuck. Kann jetzt das werden, Mann? Wenn ich als erstes drauf gehe, drehe ich am Rad und schlag mein Bildschirm mal. Rage Quit. Also geht's dann jetzt los, ja? Ja. Okay, alles klar. Gleich fällt der erste um. Okay, alles klar, ja. Bam. Okay, alles klar, bam. Ich weiß doch überhaupt nicht, wo ich hin soll mit dem Hosen. Das ist total kacke. Hey, wir ziehen die Leichen dann aus komplett. Am Ende. Ja, können wir machen. Am Ende? Oder halt. Ja, wenn man einen getötet hat, gut, dann. Ja, dann ist. Wir können auch ausmachen, dass man, wenn jemand eine Leiche lootet, dass man ihn nicht abschießen darf. Dann läuft er gerade los, tot. Ja, genau, das ist auch. Du bist nicht mehr jetzt oben auf den Buchstaben, ne? Nö. Auf den Buchstaben. Mit dem Buchstaben. Ja, wir nennen das immer Buchstabengebäude, weil das am einfachsten ist zu merken. Wenn du immer sagst, Industriegebäude mit dem gelben Ding nebendran oder so. Tech-Gebäude. Gibt's kleines und großes? Ja, das ist... weiß nicht. Boah, Tscherno ist ziemlich heftig. Nehmen wir den hinteren Teil von Tscherno auch mit, jetzt hinter dem Industrieding? Nee, ne? Nur die... Stopp. Alter, die ist... Fuck, meine Hände werden schon schwitzig. Bist du nervös? Ja, hey, im PvP bin ich immer nervös. Immer, ja, gell? Wenn ich auf den Gegner treffe, halt, dann rast mein Herz. Vor allem, wenn ich mehrere, wenn ich den schon ein, zwei getötet habe und da ist noch ein dritter da, da. Ich denke, ich kriege einen Herzinfarkt immer. Ich habe hier halt eine schwarze Hose gefunden, eine Jogginghose. Mann. Wow! Wer schießt auf mich? Gott, der bin scheiße. Robert, ist das... Roter Rucksack? Wer ist der rote Rucksack von euch? Keiner, glaube ich. Oh, das war das ein anderer Spieler. Check Puls. Oberlippenbart! Oberlippenbart, tut mir leid, wir machen hier PvP in Tscherno. Ich habe einfach so wenig Chance mit dieser Kackenhose hin. Sorry, Oberlippenbart, ich zieh dein Zeug aus, du kannst herkommen, alles wiederholen. Ein paar Sachen nehme ich mir aber. Oberlippenbart, ich hab dich ausgezogen. Kannst dir alles wieder nehmen. Nein, oh Mann, du Wichser. Bist du tot? Scheiße mit dem Moos hin. Bist du tot? Ja. Ey, ich hab mit einem Schuss geschossen, also ich hab mit der Longhorn geschossen. Brauchst nicht so zu machen. Ja. Ja, wenn ich dich jetzt ausziehe... Das war fast ein Tod. Soll ich dich jetzt ausziehen? Die Sache ist, ich hab dich ja schon in-game reden gehört, weißt du? Mhm. Ich hab dich gerade laufen sehen und wollte gerade auf dich schießen, dann bist du ums Haus rum. Ich verstehe gar nicht, dass du mich nicht erschossen hast, als du mich gesehen hast. Ich hab dich eben gar nicht gesehen, ich bin eben drüber gegangen. Nein, ich meine den ersten Schuss, den du abgegeben hast, ich saß still. Nee, du standest im Busch und dann habe ich gerade geschossen und da hast du dich noch genau bewegt. Oh fuck, mein Herz stirbt schon.
Das war gerade echt spannend, Alter, finde ich. Ich wollte jetzt nicht ewig hinter der Mauer stehen mit der großen. Ich habe gewartet, bis du dich zeigst. Ja, darum, und darauf hatte ich keine Lust. Ja, Taktik. Das muss man schon ein bisschen. Ich hatte keinen Bock, jetzt als erstes drauf zu gehen. Aber hey, der Schuss. Boah, den musst du dir dann angucken, Alter. Das. Ich habe gedacht, ich habe voll daneben geschossen. Oh, ist das der mit dem roten Rucksack oder was? Anni! Alter, was war das? Anni, tut mir leid. Tut mir leid. Du hast ihn nicht getroffen. Nee, hab ich nicht. Aber dafür bist du durchsiebt. Jo. Anni auch tot? Mhm. Mann, 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 ist unser Plan nicht aufgegangen. Mann, mein Herz, ey. Was für ein Plan? Ich zieh dich aus. Weil er doch wieder Anni aussieht. Ah, fuck, fuck, ich seh dich! Oh, holy shit! Schauhund, ich hab gerade auf Martin geschossen! Da war noch einer, da war aber noch einer, ne? Ja! Ich hast hab mich, gerade Anni gelootet! Hast du mich ausgezogen? Ja, ich hab einen Teil ausgezogen, ich fand nicht alles aus. Ich hab erst auf den anderen geschossen, der ist weg und dann hab ich erst auf dich, Jakob. Ach so, echt? Ich hab erst auf den anderen. Ist der andere von uns, oder was? Ja, ja. Der, ach so, das okay. Ist hier noch Manu. Ich, ja, wer lebt denn jetzt noch? Ich lebe noch. Tim. Okay. Aber ich hab keine Muni mehr. Gar keine. Na, no ja, dann muss er halt schnell. Dann nehmt ihr halt schnell was den Leichten. Ich bin eh nicht mehr da, als ich bin weggerannt, weil ich Schiss hatte. Ich hab noch genug Muni. Ja, dann Manu, gib ihm kurz Zeit, dass er das ausziehen kann und dann noch verpissen kann. Ich bin schon wo ganz anders. Ich bin eher so der Stellungstyp. Wenn's dann schmeißt du alles raus. Was, du hörst mich? Okay, no risk, no fun. Oh, du hast ja die Schulter. Sag dich doch. Das ist ja unfair. Ach fuck, Alter, ich muss nachladen. Nein. Scheiße. Scheiße. Renn weg, Mann. Oh Gott. Hey, ich hab doch gesagt, ich hab eine Shotgun und eine Longhorn. Ach nee. Alter. Das war voll Zufall, dass ich dir da jetzt begegnet bin, gell? Bei mir leckst du voll rum, ey. Seh ich gar nicht mehr. Hey, du hast auch eine AK. Ja, jetzt? Hä? Wieso hast du nicht gleich genommen? Nur noch 10 Schuss oder so. So. Hey. Unconscious. Yay! Yeah. Kannst du ja gucken, ob du mich schnell ich retten kannst? Ja, ich rette dich, ich versuche dich zu retten. Also folgendermaßen. Wir sind zwei Teams, ein Dreier, ein Vierer-Team. Das Dreier-Team startet hinten beim Supermarkt. Das hat viel früher als wir die Vision drauf. Das Vierer-Team, was hinten bei dem Kran, bei dem Gelben starten wird, sind jeweils 400 Meter. Vom Supermarkt ein bisschen weniger als vom Kran aus. Und wir müssen beide zu diesem Gebäude hier hinkommen und eben den blauen Schulranzen, den ich jetzt noch an mir trage, ich werde ihn jetzt reinlegen, den werden wir dann an uns reißen. Ja. Und wir sind uns noch nicht einig, ob wir dann dieses Gebäude halten sollen. Weil das Problem wird folgendermaßen sein, dass das einfach zu offen ist. Man kann doch sagen, dass man den Rucksack an einen bestimmten Punkt bringen muss. Genau, das ist eigentlich meine Überlegung auch. Ja. Aber das sind jetzt zwei blaue Rucksäcke. Ja, ich nehme einen weg und schmeiß den einen weg. Dein Ichigo eingesperrt hier. Sehr gut. Nee, genau. Wir nehmen dann einfach den Rucksack raus und wir haben jetzt gesagt, dass wir hier rund um den Platz einfach in uns eines dieser Gebäude verstecken können. Und dann müssen wir den Rucksack 5 Minuten halten, bis das andere Team... Okay, oder ich denke, es ist aber spannender, wenn man irgendwo hinbringt, dann muss man noch ein bisschen rennen, aufpassen, wenn man sich verkämmt ist. Ja, wir können ja sagen, zum Balota Airfield in den Flugzeugtower rein. Ist aber schon weit, ne? Es ist weit, aber es ist eine offene Fläche auch zwischendurch. Und vor allem zum Ende hin wird ziemlich knapp. Wenn jetzt jemand vorbeikommen würde, würde ich auch denken, es ist behindert.
Und er würde denken, der Server ist raus. Jetzt. Okay, go, go, go. 2 Sekunden. Felix, ja, ist schon. Läuft runter. Sehr gut. Das ist jetzt unser Plan. Wir haben habt ihr ein eingegrenztes Gebiet ausgemacht oder können wir die komplett umlaufen? Kann man komplett machen, umlaufen. Wie ihr wollt. Wir müssen zum Supermarkt und das Ding safen, bevor die da stehen. Also ja, kann ich jetzt auch nach Novo rennen und dann einmal um die Map und dann von hinten kommen? Mhm. Ja, genau, kannst du machen. Schon. Wir sehen uns dann morgen. Eher übermorgen. Hier kann man eigentlich schon spicken vom roten Haus nach vorne. Ja, ein bisschen, aber nicht gut genug. Hier gibt's noch eine Häuserkette. Ja, ich denke eh, dass die uns umlaufen wollen. Ich denke nicht, dass die darauf zurennen. Ja, ich laufe hier straight durch. Die dürften jetzt halt ungefähr am Platz sein. Geht schon. Ja. Wir sind ja auch beim Gebäude. Ich glaube nicht, dass die da voll drauf zurennen. Oh, ich habe einen Zombie-Akku. Haus, ich sperre den schnell weg. Über, irgendwo rein ans Fenster und ich gehe rein. Jupp, ich bin direkt in dem Haus parallel dazu, aber warte, ich bin noch nicht auf Position. Mhm. Jetzt hat. Okay, ich gehe rein. Siehst du mich? Nee, keine Sicht auf dich. Geh jetzt rein. Okay. Immer noch keine Schüsse, gell? Lol, hier ist gar kein Rucksack. Der grüne Dryback, ganz hinten. Okay. Hey, ich dachte, wäre der blaue. Hab ihn. Ja, nee, hier auf Schüsse auf mich. Von wo? Kannst du beschreiben? Rechts vom Gebäude. Anni, kommst raus? Ich bin hier, ich lauf weg. Ja, lauf weg. Bin aber direkt auf der Straße. Henry, Richtung... Hier hinten läuft jemand an der Mauer. Das bin ich. Was ist das? Blau, ganz im Blau. Ich laufe auf der Parallelstraße, Richtung diesen großen Dingens hier. Lass mal saven irgendwo. Ah, ja. Lass mal hinter beim grünen Haus reingehen. Ich bin schon hinter der Feuerwehr. Wo ist das grüne Haus? Bei der Polizei in der Nähe. Bist du in die Richtung gelaufen? Nee, da kann ich nicht lang. Von hinten kamen Schüsse. Echt? Hier, ich sehe dich. Bist du das? Nee, das bist du nicht. Nee, schieß ab. Ich kann nicht. Nein, ich bin getroffen. Scheiße. Wo war der? Von wo? Direkt an der Mauer hier so. Bist du tot oder was? Ja, nee, bewusstlos. Boah, die werden jetzt kommen. Wo denn? Ja, ich bin direkt auf das große Ding zugerannt, auf dieses große Gebäude. Hm. Nach links in die Straße rein und ganz am Ende an der Mauer an der Ecke saß er. Was? Okay, ich bin tot. Echt? Hm? Er will den Rucksack klauen. Ich glaube, die sind oben drauf. Glaubst du? Ah, nee, ich sehe dich. Ah, nee, ich sehe deinen Buddy. Ah, nee, Zombie-Akro. Ich sehe die Zombie-Akro im Haus drinnen. In welchem Haus? Also, sie haben mich nochmal getroffen. Welches Haus? Warte, ich kriege gleich. Ich kriege gleich. Ich bin... Komm Richtung Bahnhof, wenn sie hinter dir sind. Sind... Oh, er muss nachladen. Da kannst du mir sagen, wo der ist? Geh, red mal mit uns. Tim ist tot. Ja, rede mit uns, wo du bist. Nee, wo... Doch, Tim ist tot. Tim ist tot. Es ist noch einer von denen. Es ist direkt bei diesem fetten Sniper-Gebäude, wo du oben drauf gehen kannst. Ja. Manu, du kennst es. Ja, da bin ich. Da liegt Anni tot davor. Ich bin der Typ mit Blauer, der blutet gerade. Steckt mich hinter der Mauer, 2 Spieler weggeholt. Nice. Verbinde dich erstmal. Ich verbinde mich gerade, ich bin schon schwarz-weiß. Also noch ein Shot und ich bin tot. Du meinst dieses Riesige mit den Säulen, oder? Genau, es läuft einer außen rum. Wer ist es? Ich bin komplett schwarz, wenn du mich meinst. Einer läuft außen. Oh no, der andere Spieler. Wo ist er? Der ist rechts, der rennt rechts. Wo? Im blauen Gebäude. Oh, ich werde beschossen. Ich habe gerade geschossen. Und der ist nach rechts gerannt. Ich habe keine Schuss mehr. Oh, er hat mich. Wer ist die Treppe hoch? Wer ist die Treppe hoch? Von dem blauen Gebäude. Oh, einfach schießen, wenn du ihn siehst. Also von euch ist keiner da hoch. Nee, einfach alle schießen. Ich bin auch tot. Respawn, Annie. Hast du schon? Da redet einer ingame. Ja, einfach töten. Ja, klar, wir müssen sich erstmal sehen. Oder Dingens. Wahrscheinlich ein anderer Spieler. Glaubst? Echt? Der Bra?
Möglich. Jetzt hat Felix, der ist... Du weißt, dieses ganz große Gebäude in diesem Industriegebiet. Na, warte kurz, ich muss dich verbinden. Wurde es auch getroffen, oder was? Nee, der Chef Zombie ist durchgeglitscht und ich bin runtergegangen. Also einen Tim habe ich getötet, auf jeden Fall. Der andere war nur unconscious. Ich glaube, der ist aufs blaue Gebäude hoch, er steht alles voller Zombies. Der ist die Leiter hoch, hundertprozentig. Ja, ist so. 20 Meter daneben Glück. Geschossen. Ja, zum Glück. Ja, auf Ex. Ja, du verdienst es auch. Was? Naja, auf Ex. Vielleicht rennt der schon ein paar Loter, wir sollten vielleicht nachrennen. Ich verdiene nein, Anni ist leider. Nein, ich sehe ihn doch, ich sehe ihn. Alter, du kannst ihn beschießen. Ich sehe ihn nicht. Du hast gesagt, aus dem fetten Gebäude mit den Silos. Ja, und in der ersten Etage, also so. Warte mal. Von da sehe ich ihn nicht. Wie viele Meter sind das? 300? Es sind noch zwei alive, auf jeden Fall. Zwei? Ich dachte, du hast zwei erschossen. Nee. Hä? Nein, nein, der eine, der war nur unconscious. Und dann hat einer von hinten auf mich geballert und dann habe ich einen Tim geholt. Also es war... Immer ja, ich sehe ihn, hundertprozentig sehe ich ihn. Okay, und wo genau jetzt? Beim linken oder rechten? Bei dem, mit dem blauen. Bin gleich da. Ja, ja, okay, also rechts, das rechte da. Hab ihn getroffen. Er ist tot. Oh, Schuss. Er ist tot. Ja, da ist noch einer mehr. Nee, war. Headshot jetzt. Ja, jetzt ist er komplett tot. Also. Wisst ihr jetzt, wo Amnis Leiche ist? Ah ja, da. Den Rucksack. Nice. Rennen wir gleich nach Palote. Ja. Hast du meine Waffe ausgezogen? Ja. Danke. Hab dich ausgezogen. Da liegt Felix. Felix. Ich bin dieser Felix. Ich hab dich auch ausgezogen. Okay, wir stellen mal rein. Es sind beide Leichen ausgezogen von euch. Ja, immer auch. Kann sein, dass einer wirklich noch lebt, also pass mal auf. Tim? Komm rein. Tim war gerade bei mir im TS und hat gemeint, ich hätte ihn angelogen. Ich habe ihn nicht angelogen. Was soll der Scheiß? Ihr seid doch schon auf dem Balota Airfield, oder? Wir sind ja, jetzt im, wir sind im ACT schon. Ja, dann geh rauf und leg den Rucksack weg und mach das schnell. Damit es gewonnen ist. Treppe hoch und... Wow. Schüsse! Oh, ich wurde getroffen. Ach. Deswegen, ach so, deswegen sagt er hat dich du hast ihn angelogen, weil die hatten jemanden, der dort spottet. Bist du tot? Ja, deswegen. Ja, ich bin tot. Aber der Rucksack liegt oben, also haben wir gewonnen. Ja, du musst ihn da oben ablegen. Eigentlich. Zieh mal aus. Warte, ich wechsle mal kurz. Nee, nicht ausziehen, der schießt ja. User left, ich bin auch tot. Ich bin nicht tot. Ich meine, wenn du drauf bin, wie das ist. Er wird vom Zombie geschlagen. Rennt außen rum. Sehen. Alter, ich habe ein ganzes Magazin auf den geschossen. Ich bin tot. Weiß nicht, ob er auch tot ist. So, das war schon wieder die neue Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Am Schluss sind wir beide gestorben. Also... Er ist auch gestorben mit mir gleichzeitig, wahrscheinlich mit der Server Desync. Ja. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir und bis zur nächsten Folge. Ciao.